Günther Smoller und Rudolf Beckel hatten einen Traum. Mit ihrem U-Boot wollten sie in der Müritz auf Tauchfahrt gehen. In einer wilden Fahrt durch die Ostprignitz ins benachbarte Mecklenburg-Vorpommern wurde das U-Boot über die Landstraßen geschleppt. Doch nach 10 Kilometern war Stopp. Ein Reifen war geplatzt. Ratlosigkeit bei den Beteiligten. Das Rad haben wir als Reserve mitgenommen. Aber so ein kleines hatte ich nicht. Ich kann ja nicht alles haben. Und da haben wir das eben nicht eingepackt. So, danke. Gucke ich erst mal. War die Mission Tauchfahrt in der Müritz geplatzt? Es stellt sich überhaupt die Frage, ist das Tauchen mit einem U-Boot im größten Binnensee Deutschlands überhaupt erlaubt? Rudolf Beckel hat da seine eigene Sichtweise. Es ist ja ein Unterschied. Das soll ja ein U-Boot sein. Und ein U-Boot kann Oberwasser formen und Unterwasser. Und das andere sind ja normalerweise in dem Sinne keine U-Boote. Das sind Tauchboote. Ein U-Boot kann beides. Das wissen manche gar nicht. Naja. So, und wenn ich heute mir einen Korn aus Eisen selber zusammenschweiße und ich habe diese, was der germanische Leut fordert, also Rettungsring und Fahne und Sanikasten und Papiere und so weiter, wie die Deutschen so sind, dann hat doch keiner was dagegen. Und deine Prüfung, das musst du alles haben. Und wenn du das alles einhüllst, denke ich mal, dann hast du kein Problem mit der Wasserschutzpolizei. Die sind ja nicht umsonst da. Da sind wir uns ja alle einig. Aber wenn ich jetzt tauche, könnten sie ja was dagegen haben. Aber ich habe noch nie gehört, dass es da ein Gesetz gibt. So, und wenn sie das eben verneinen und ich durfte das nicht, na, dann mache ich das nicht. Und ob ich es mache oder doch mache, das steht ganz woanders geschrieben. So einfach ist das. Problem gelöst. Die abenteuerliche Fahrt kann weitergehen. Unser Ziel ist der Hafen von Rechlin, wo der 90-Tonnen-Kran schon auf uns wartet. Ohne Hektik, ohne Eile hatte Beckel an dem U-Boot gearbeitet. Die Konstruktionszeichnungen waren in seinem Kopf. Je länger das ist, umso einfacher ist es. Du arbeitest vor ein paar Stunden länger dran, aber dann bist du auf der sicheren Seite. Da kannst du reinbauen, was du willst, da schwimmt dann immer. Aber das ist zu klein, das sind ja bloß 12 Meter. Alles wurde freihändig gebaut. Trotzdem schien der Rumpf perfekt. Die Berechnungen über die Gewichtsverteilung und die Position des schweren Dieselantriebsmotors stimmten fast auf den Zentimeter genau. Sogar einen nagelneuen originalen sowjetischen Panzermotor hatten die Tiefseetaucher für das U-Boot gekauft. Der Traum vom ersten Tauchgang in der 31 Meter tiefen Müritz rückte immer näher. Doch zuvor musste die U-Boot-Konstruktion noch einige Tests im Hafenbecken überstehen. Beckel hatte Kenterversuche unternommen. Test bestanden. Das U-Boot ließ sich nicht umkippen. Die beiden Männer staunten selbst darüber, wie unerwartet groß der Auftrieb des schweren Stahlrumpfes war. Bei weiteren Flutungsversuchen wäre der Rumpf dann aber fast im Hafenbecken abgesoffen. Ein Ventil saß nicht richtig. Mit dem Hafenkran wurde ein vorzeitiger Untergang verhindert. Ob ich tauche oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Ich kann aber nicht sorgen, dass ich nicht fahren darf. Einen weiteren Tauchversuch wird es mit dem Berlinchener U-Boot nicht mehr geben. Der Konstrukteur Beckel ist kurze Zeit später bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.